Hallo und herzlich willkommen bei Space Haven Alpha 18, der 34. Folge. Am Ende von Folge 33, so im Abspann, sind hier die letzten Schiffe reingesprungen gekommen. Damit habe ich schon mal von der Militärallianz, mit denen habe ich schon mal Handel ausgemacht. Da wird ein bisschen was ausgetauscht. Da haben wir ein paar Sachen gekauft. Ich weiß gar nicht, können wir uns das angucken? Ja, können wir uns. Ich kaufe Kohlenstoff von denen und verticke Höhlenblöcke. Ich verticke Höhlenblöcke und kaufe ein bisschen Edelmetall und Energium. Ich verticke Höhlenblöcke und Biomasse und kaufe ein bisschen Edelmetalle. Und das war's. Diesen Handel warten wir noch ab und dann springen wir hier weiter. Und ich höre, dass mein Hund bellt. Kleinen Moment. Pause. So, da bin ich wieder. Irgendwas hat ihn aufgeregt. Jetzt ist er hier oben bei mir im Büro. Und ja, jetzt hat er sich in seinem Körbchen entspannt. Wie schön. Gut. Genau, wenn wir das abgeschlossen haben. Nüdel. Wenn die beiden Handel weg sind, dann können wir woanders hinfliegen. Und dann werden wir wahrscheinlich auch dieses Ding hier verlassen. Diesen Sektor, wo der Baron ist. Und woanders hinspringen. So, da ist halt schon alles weg. Sehr schön. Gewicht immer noch gut für die vier Triebwerke. Das ist schön. Dann springen wir mal. Und wir könnten das hier noch auseinandernehmen. Hyperium, Wasser. Wie sieht's? Wasser geht. Wir können auf jeden Fall noch. Was wir gebrauchen können, ist. Hoffentlich ist es ein Roboterschiff. Schiff, genau. Schiff. Wir brauchen nämlich Roboterteile. Feindbots nähern sich. Das ist doch schon mal gar nicht schlecht. Hier wissen wir nicht, was es ist. Okay. Unser erstes Away-Team legt sich gerade schlafen. Aber da sind noch ein paar von fit. Also wir nehmen, ich stelle mir wieder Leute zusammen. Ihr vier da rein. Und ihr vier da rein. Und hier einmal abbauen alles. Hier einmal abbauen alles, weil unser Erz-Dingsi-Bumsi hier hinten ist bestimmt auch. Na, da ist noch Platz. Sehr gut. Leer ist es jetzt nicht, aber Platz ist drin. Sehr gut. Einmal andocken hier. Und das andere Shuttle andocken hier. Sehr schön. Und dann gucken wir mal. Und es sind Roboter. Großartig. Wir brauchen Wracks von Schimpansen und von Hamstern. Die müssen wir auseinandernehmen, damit wir zu den Kryostase-Tanks kommen können. Und damit sind wir dann in der Lage, großartige Dinge zu machen, die vor allem platzsparend sind auf unserem Schiff. Sehr schön. Da haben wir schon einen erwischt, aber der hat keinen Wrack hinterlassen. Da eben habe ich einen Laufbot gesehen. Da haben wir einen Treffer eingefahren. Sehr schön. So, kommen wir mal ein bisschen nach hier. Da habe ich eben den Laufbot verschwinden sehen. Noch ein Stück. Da hat sich eben was geregt. Hallo. Einmal da drauf schießen. Sehr gut. Und wieder schießen, bitte. Und wieder schießen. Und auf den bitte schießen. Sehr gut. Kein Wrack dabei rausgekommen. Aber das passiert halt nicht immer. Da ist jetzt, glaube ich, nee, das ist, glaube ich, auch kein Wrack. Hier ist auf jeden Fall viel Zeug auf dem Schiff. Und jetzt hoffentlich spawnen hier keine Feindbots mehr. Und hier müssten wir durchgehen. Und dann haben wir hoffentlich alles. Hier hinten ist niemand mehr. Sehr schön. Großartig. Dann können wir hier einmal sagen, alles mitnehmen. Mein Gott.
Liegt hier viel Zeug rum. Wie viele Infrablöcke waren das? Nicht Infrablöcke, Tech-Blöcke. Vier Tech-Blöcke, einfach mal so, liegen hier rum. Und jede Menge Schrott und tatsächlich Schrott eines Laufbots. Sehr gut. Den Schrott eines Laufbots, den brauchen wir. Direktbefehligung aufgehoben und direkt mal hier schnell machen. Und tatsächlich, wir müssen hier jetzt, glaube ich, müssen wir hier noch was umgestalten. Eigentlich nicht. Oh, was? Wer wird angegriffen? Oh. Ihr alle, Direktbefehl dahin. Wie ist uns hier einer entkommen? Couch-Veteran wird angegriffen. Okay. Huh. Und da ist noch einer. Ach. Die werden hier abgesetzt. Alle Mann. Da ist eine Landungskapsel. So, und jetzt wahrscheinlich noch ein Laufbot. Jawohl. Alle einmal auf den Laufbot schießen. Sehr gut. Und alle Mann Direktbefehl aus. Oh, was für ein Schock. So, was wollte ich sagen? Ich wollte sagen, müssen wir hier noch was umgestalten? Müssen wir noch was Neues bauen? Wir haben sehr viele, wir haben schöne viele Blöcke. Wir haben Blöcke, dass wir hier oben Nachttische reinsetzen können. Dü-dü-dü. So und so. Jawohl. Dann haben wir da auch angenehme Schlafräumlichkeiten zu stehen. Und daneben würde ich irgendwie gerne sowas machen oder vielleicht da hinten in der Ecke oder so. Da kommen die Bereiche für die Kryostase-Tanks hin, die ich gerne erforschen möchte. Da haben wir nämlich jetzt hier, achso, wir brauchen Schrott eines Hamsters, Schrott eines Laufbots. Wir nehmen mal den Laufbot nach oben. Ich glaube, da haben wir jetzt ja ein bisschen was. Das sollte als nächstes möglich sein. Und wir sind ganz gut, ganz okay aufgestellt, was Essen angeht. Wir sind bei künstlichem Fleisch, hätte ich jetzt sogar gesagt, okay, da können wir sogar noch einmal rückgehen und ich würde noch mal einmal Früchte mehr nehmen. Aber ich glaube, wir sollten an irgendeiner Stelle tatsächlich hier noch mal einen erweitern und hier vielleicht tatsächlich noch einen Garten anbauen. Ja, wobei, wir kommen gerade einigermaßen klar und wir schaffen es, unter 100 zu bleiben mit unserer Biomasse. Das ist ja auch wahrscheinlich gar nicht schlecht. Genau, wir haben letztes Mal hier eine dritte Punktverteidigung gebaut. Da bin ich auch sehr mit zufrieden. Ansonsten brauchen wir jetzt eigentlich nichts. Verwaltungstechnisch sind wir auf einem guten Stand. Wir müssen jetzt hier dieses Schiff auseinanderbauen. Das heißt, wir machen jetzt hier einen. Ach nee, es ist Feindbots im Sektor anwesend. Okay, da ist noch einer, aber ich denke, der wird uns in Ruhe lassen. Da machen wir jetzt trotzdem einen Zeitraffer. Jo, alles klar. Damit haben wir hier das Schiff ausgeräubert. Wir starten unsere Motoren, wir sind immer noch nicht zu schwer. Ich halte das für ein Wunder. Und wir verlassen dieses System. Ach ja, genau, das war ja zwei Subsysteme tief. Da gucken wir uns doch hier nochmal um nach Handelspartnern, weil hier haben wir uns nicht wirklich umgeschaut. Was ist jetzt? Das ist so eine Deliver-Cargo-Geschichte. Dafür brauchen wir. Oh, hier unten war noch was, genau. Aber hier trieben sich auch Piraten rum. Wie sieht es mit unserem? Wir haben 15 Chemierohstoffe. Wir könnten, na, wir, doch, Kohlenstoff sind wir ganz gut aufgestellt. Das hier ist das Zentrum von Piraten. Hier unten sieht es nicht so aus. Doch, da geht es auch weiter. Okay. Das ist ein freies System. Hier oben haben wir, da wissen wir nicht, wie es weitergeht. Weiß ich nicht, ob wir nach unten wollen. Interstellar Ion Cloud, Interstellar Jump Node. Ja, ich glaube, wir springen nach unten weiter. Ja, wir springen nach unten weiter. Solange wir noch keine Kryostasekammern haben, sondern nur die Pillen, ist das echt besser. Dann halten wir uns jetzt hier nicht noch weiter auf. Wir brauchen nämlich auf kurz oder lang auch noch mal ein bisschen mehr Energium. Dann springen wir mal hier hin. Ja, wir haben noch eine Pille. Wir sind mittlerweile 19 Leute Besatzung. Das ist wirklich, wirklich gut.
Jetzt gucken wir mal. Distress Beacon. You may stop to investigate. Handelsföderation. Ja, wenn wir Distress, da helfen wir doch. Da helfen wir doch mal. Distress. Feindbots nähern sich. Okay. Under attack by rogue bots. You find a ship under attack by rogue bots. The ship has suffered damage. Okay. Was haben wir denn? Angriffsroboter und... Ja. Das heißt, ne, da sind drei Angriffsroboter. Okay. Wir sind geschützt. Mal gucken, ob sie sich uns annehmen. Ob sie zu uns kommen. Ne, da sind drei Roboter. Wir bleiben mal... wir gucken mal, die haben Punktverteidigung, wir sind daneben und helfen. Unsere Punktverteidigung sollte die auch angreifen und unser Jäger startet jetzt. Gut, einer von denen ist zerstört. Unser Jäger kommt da jetzt hin und ja, unsere Punktverteidigung schießt auch und da haben wir ihn erledigt. Unser Jäger ist gestartet und unser Jäger kann jetzt mal, der Feindbot hat, der hat ein Signal abgesetzt, okay. Die sind jetzt erstmal Missionen, keine Missionen. Neuer Handel. Wir können direkt mal handeln mit denen. Das ist doch super. Biomasse. Wollt ihr Biomasse kaufen? Natürlich wollt ihr Biomasse kaufen. Ich sehe es doch. Ich sehe es euch doch an. Ein Weichblock. Komm, drei Weichblöcke. Wir sind schon wieder bei... Oh, wow. Hüllenblöcke to a premium price. Habt ihr irgendwas im Angebot? Nee, habt ihr nicht. Ich will auch kein Energium kaufen, eigentlich. So. Und, genau, erster Handel und nächster Handel. Energie, boah. Ich verkaufe mal einen Energieblock und ich verkaufe auch nochmal drei Hüllenblöcke, so viel wie geht. Sage ich jetzt einfach mal. Wir haben drei kugelsichere Westen. Wir verticken auch mal nur zwei kugelsichere Westen. Und wollen wir noch was von euch kaufen? Eigentlich nicht. Eigentlich ist hier nichts besonders günstig, außer Wasser. Und Wasser haben wir. Also zweimal ordentlich Kohle gemacht. Ja, 12.000 Credits haben wir jetzt. Wir warten jetzt darauf, dass die nächste Welle von seltsamen Robotern hier aufschlägt. Vielleicht entern sie uns ja. Schön wäre das. Dann können wir unsere Killzone mal testen. Dann machen wir jetzt mal auf ganz schnell, bis die Feindbots da sind. Oh, was ist hier? Unfallrisiko aufgrund von Beschädigung. Okay. So, Feindbots, wo seid ihr denn da unten? Und wir haben, jo, wir haben eine Boarding-Einheit. Schön, gehen die auf das Schiff hier? Wir können ja reingucken, das habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Hier war mal ein Schild, schätze ich. Ihr habt auch zwei Jäger, die... Oh, hier sind mehrere Schilde. Oh, hier ist sehr, sehr viel kaputt geschossen. Meine Fresse, die ganzen, wenn wir uns das von außen angucken... Oh ja, die ganze Bewaffnung, die Schildgeneratoren und so sind alle im Arsch. Wow. Das ist heftig. Unser Jäger startet jetzt auch. Wo ist... Da ist die Boarding-Kapsel. Die Boarding-Kapsel kommt zu denen rüber. Okay. Wir machen mal hier hin. Handelsföderation meldet sich. Seid gegrüßt, euch haben wir ein paar Ressourcen knapp geworden. Wer ist bereit, uns zu helfen? Sie brauchen 5 Infrablöcke und 5 Tech-Blöcke für 5.500. Fünf Tech-Blöcke, so. Ja, wir haben genug Rohstoffe. Wir haben genug Rohstoffe. Das ist ein super Angebot. Wir können uns wir können uns davon 10 Tech-Blöcke und 10 Infrastrukturblöcke kaufen von dem Geld, was wir da kriegen. Sogar noch mehr. So, da werden sie jetzt geboardet. Ich hoffe, aber das müssten sie hinkriegen, würde ich jetzt einfach mal sagen.
Okay, ihr seid nur zu... Ihr kriegt das hin. Sehr gut. Ja, ihr kriegt das hin. Muss mir keine Sorgen machen. Wir handeln weiter. Wie sieht das bei uns aus jetzt? Wir waren auf 8 Tech-Blöcke und oh Gott, haben wir viele Infrastrukturblöcke. Ja, dann ist das doch alles entspannt. Wenn wir so viele Infrastrukturblöcke haben, würde ich jetzt fast sogar sagen, noch ein Hochbeet. Ach komm, wir brauchen eigentlich kein Hochbeet noch. Wie sieht das mit unserer Forschung aus? Hier sind wir bei 1 und 1. Ja, wir brauchen einfach noch Roboter. Und dann können wir hier mit der Forschung weitermachen. Feindbot-Architektur kann ich nach oben ziehen. Das muss danach erforscht werden. Okay, wir können auch schnell machen. Hier sind jetzt alle... Feindbots, es kommen. Feindbots nähern sich. Feindbots wurden entdeckt. Das hört also nicht auf. Wo haben wir? Da unten haben wir Feindbots. Da kommt wieder ein Boarding-Team und 2 Feindbots reingeflogen. Okay, dann gucken wir mal, wo die hinfliegen. Die fliegen wieder zu denen. Und wo ist die Enterkapsel? Die Enterkapsel kommt zu uns. Die Enterkapsel kommt nicht dazu, Sachen abzusetzen, würde ich fast sagen. Ja, da sind zu viele Jäger. Auch unser Jäger macht mit und das Ding wurde abgeschossen. Sehr gut. Und jetzt haben wir alle Sachen erledigt. Ach nee, da hinten ist eine Luftschleuse. Okay. Da kommen jetzt Roboter rein, aber ihr seid ja ausgestattet. Ihr könnt schießen, sehr gut. Ja, weiß ich nicht. Okay, ein Handel ist noch offen. Ihr schafft das, ne? Ja, ihr habt das geschafft, sehr gut. Die Schrott eines Schimpansen und so, das hätte ich total gerne. Mal gucken, können wir das einfach so machen? Oder drehen die dann völlig durch? Garibaldi, geht mal so rüber oder können wir denen direkt sagen, können wir sagen, hallo, ihr habt Schrott von irgendwelchen Robotern, den würden wir euch gerne abkaufen. Nee, können wir nicht. Garibaldi, geht mal hier in Shuttle und wir gehen einfach mal hier hin. Da ist Schrott eines Schimpansen. Und da sind wir. Wir sagen einfach nur mal Hallo. Okay. Abbrechen. Okay, wir wollen keine Kriegserklärung. Entschuldigung, ich habe nicht... aber sie haben sich auch direkt bereit gemacht, hier in Abwehrverteidigung... Meine Fresse, in Abwehrverteidigung zu gehen. Dann machen wir doch mal Grüßen. Scheiße. Okay, sprichst jetzt mit Handelsföderation. Verhandeln. Schiff betreten. Wir lehnen ab. Alles klar. Ja, haben wir gehandelt, ne? Jetzt rufen sie an. Hallo, Weltraumreisender. Es sind ein paar 5 Infrablöcke, 3 Hüllenblöcke. Beides können wir leisten. Ja. Mein Gott, ja, wir helfen euch, wir verkaufen euch ganz furchtbar viel Zeug. Alter, 21.000 einfach durch diese Sachen. Ich hätte einfach gerne Schrott von diesem Laufroboter. Den würde ich euch auch abkaufen. Tut den doch mal in ein Lager oder was? Irgendwie sowas. Wäre das nicht was? Ihr kauft jetzt Blöcke von mir, dass ihr hoffentlich hier euer Zeug wieder aufbauen könnt, nehme ich an. Aber ja, ne, wir können jetzt nochmal gucken, Handel, was kann ich euch ab... Oh Gott, ich kann euch diese ganzen Blöcke verkaufen, wie bescheuert. Wollt ihr noch Infrablöcke haben für... Achso, ihr habt nicht so viel Geld. Infrablöcke würde ich dann eher nicht verkaufen, ich würde dann eher... Ja doch, ne, ich würde dann eher noch mehr Höhlenblöcke verkaufen. So, jetzt habt ihr kein Geld mehr. Wir kaufen euch ein Energium ab. Will ich noch irgendwas von euch haben? Eigentlich nicht. Ich habe Stahlplatten haben wir 10. Wir haben noch genug Metall. Wir haben noch genug Kohlenstoff. Super. Dann verticken wir euch das auch nochmal. Jetzt kommen sie nochmal um die Ecke. Infrastrukturblöcke und Hüllenblöcke.
5 Infrablöcke, 3 Hüllenblöcke für 3200. Ja, alles klar, nehmen wir. Wir verticken euch hier die Blöcke. Wir helfen euch wieder auf die Füße zu kommen. Wir nehmen euer ganzes Geld. Jawohl. Jetzt haben wir kein Problem mehr mit irgendetwas. Wir können uns überall alles Mögliche kaufen. Wir haben 28.000 Credits. Alter Schwede. Und die kaufen uns, also das Handelsmenü ist jetzt auch ausgemaxt, würde ich jetzt einfach mal sagen. So, wir verlassen diesen Ort wieder. Wir warten jetzt nicht darauf, dass sie nochmal anrufen und irgendwas haben wollen. Ihr seid cool, ja? Dann tschüss. Continue Jump. Kalt from New Haven wollen wir nicht stören. Wir wollen hier, Perry Roden hat sich ein bisschen Sprungreisekrankheit eingefangen. Okay. Wir haben noch 11 Sprünge. Sehr schön. Wir können hier wirklich alles mal erforschen. Oha, da ist Sklavenhändler. Wir haben hier 3 Subsysteme. Okay. Sklavenhändler sind uns ganz schön auf den Fersen. Ja. Wir springen mal dahin. Kommen die hinter uns her? Die kommen hinter uns her. Und da bleiben sie ortsfest. Okay, hier haben wir keine Schilde. Da möchte ich eigentlich nicht hin. Hier haben wir auch keine Schilde. Da gibt es aber Energium und Kohlenstoff. Wir haben noch 4 Sprünge. Wir haben hier eine Basis. Eine Förderstation. Und furchtbar viele Leute, mit denen wir Handel treiben können. Dann würde ich doch mal sagen, wir gehen mal hier hin und... wir gehen mal hier hinten hin und treiben mal Handel. Feindbots nähern sich. Das hier sind Aliens. Wir machen mal, bevor wir handeln, ist ein kleines Schiff. Ich hätte jetzt gesagt, wir gehen mit einem Away-Team rein. Ja. Londo Molari. Pause. Emmy Nöter, Frau Höhne, Dana Scully. Ja. Direktbefehl, dieses Shuttle betreten. Und jetzt machen wir erstmal Handel. Neuer Handel, Hüllenblöcke. Ihr kauft wie bekloppt Hüllenblöcke. Die Förderstation. Kugelsichere Weste können wir auch langsam mal verkaufen. Biomasse, geil. Biomasse. Gewebe brauchen wir vielleicht noch. Wir verkaufen mal 2 Gewebe. Und der Rest sind Hüllenblöcke. Was wollen wir von euch? Wir wollen von euch, wir können Erze kaufen. Interessant. Chemierohstoffe zu einem niedrigen Preis. Wir kaufen mal 10. Ja, wir wollen mehr handeln. Wir verticken euch so viele Höhlenblöcke, wie es geht. Das sind nochmal 2 obendrauf. Sehr gut. Ich will nicht noch mehr Chemierohstoff. Ich will nochmal 2 Kohlenstoff. 21 und 17 Edelmetalle. Das reicht. Energium will ich jetzt nicht zwangsläufig kaufen. Annehmen. So. Ihr hier. Biomasse. Vertick. Will ich davon irgendwas kaufen? Eigentlich nicht. Wasser, Energiestäbe. Infrastrukturblöcke. Infrastrukturblöcke haben wir noch 16. Kaufen wir mal 2. Hier von euch Biomasse verticken. Nichts will ich was von euch kaufen. Eigentlich nicht. Annehmen und jetzt da Handel Biomasse vertick und Energium ist hier günstig. Dann kaufen wir 1 Energium. Früchte, künstliches Fleisch. Nö. So, haben wir das abgeschlossen. Unser Shuttle wird jetzt geladen. Und wir müssen, wer ist hier Verrichtung? Ivanova geht schon mal, sehr gut. Ivanova steigt schon mal in den, Missionen.
Gegenstände bergen von Scavenger Fist, genau. Hier haben wir Gegenstände bergen. Da gibt es, oh, da gibt es viele Blöcke oder Energium und Zeug. Blöcke sind natürlich verlockender. Okay. Oder einen Sklaven befreien. Habt ihr Lockbergen von der Scavenger Fist? Okay. Oder für Blöcke? Oder für die Blöcke? Für die Blöcke ist am coolsten. Ja. Machen. Das annehmen, das Lockbergen und dann ist die andere Mission weg. Okay, ja, dann machen wir das Lockbergen-Dings. So. Ne, Frau Höhn ist nur drin. Die anderen müssen jetzt noch reinkommen und Aliens entdeckt. Ja, unser Jäger startet. Wir haben hier Alien-Infizierer, aber unser Jäger wird sich denen annehmen und die 3-Punkt-Verteidigungen werden auch da drauf schießen. Wir gehen mal hier hinten rein. Annehmen. So, jetzt gucken wir mal, wo fliegt das hin? Es ist zerstört worden. Sehr gut. Wenn man einen Jäger hat, dann muss man sich eigentlich um fast nichts mehr kümmern. Die hier kriegen vielleicht ein bisschen Ärger, aber unser Jäger hilft aus. Wir wollen mal nicht so sein. Jawohl, das Ding ist auch zerstört. Gut, das hier sind Aliens. Ich brauche allerdings, eigentlich bräuchte ich Roboter, aber mein Gott. Direkt mal hier drauf schießen, bitte. Jawohl. So, einmal hier die Tür öffnen. Sehr gut. Und dann einmal hier hin und dann von da aus da reinballern. Jo. Das sieht nach einer schlimmen Infizierung aus. Aber Aliens, wenn man vorsichtig ist und abwartet, dann geht das alles. Keine Kämpfe in engen Räumlichkeiten. So, komm, wir gehen mal ein Stück näher, dass hier auch mal einer trifft. Sehr gut. Jetzt gehen wir mal hier hin. Ach, hier ist noch eine Tür. Okay. Da liegt das Lock. Und hier kommen die kleinen Scheiße um die Ecke. Sehr gut. Und da jetzt bitte weiter drauf schießen. Und Datenlog aufheben. Jawohl. Und da kriegen wir direkt die. Das ist sehr schön. Da kriegen wir direkt die Sachen. Neue Mission verfügbar. Missionen. Gegenstände bergen. Da sollen wir einen Energieblock und kriegen dafür andere Blöcke. Wir können einen Lock bergen. Ich glaube, wir werden hier einfach das hier nehmen. Ja. Da müssen wir irgendeine Leiche finden. Das kriegen wir hin. So. Ihr einmal hier weiter. Beziehungsweise wir machen jetzt. Oha. Gehen mal hier hin. Machen hier die Tür auf. Machen hier die Tür auf. Machen hier die Tür auf. Mal hier die Tür auf. Gut. Schießen weiter hier durch den Gang. Alles in Ruhe, auch wenn wir wenig Sauerstoff haben. Hier habe ich da eben einen fliegenden Windbeutel gesehen. So, hier einmal die Tür öffnen. Da ist er. Ah, ja. Sowas kommt von sowas. Feindbots entdeckt.
Wo denn das jetzt? Da oben. Okay, da ist ein eine Enterkapsel. Okay. So, haben wir hier alles? Ne, wir haben noch nicht alles, so wie es aussieht. Haben wir irgendwo noch einen Alien übersehen? Ich glaube fast ja. Sirenenweltereignis. Oh Gott. Londo Molari hat einen Anfall. Ach scheiße, ich habe nicht darauf geachtet, dass wir in einem Sirenenweltbereich sind. Habe ich hier irgendwo ein Ei übersehen? Wahrscheinlich schon, ne? Ah, hier. Okay, alle abwählen. Gegenstände bergen. Wir werden hier nur Gegenstände bergen und nicht irgendwelche Schrottressourcen abbauen, weil ich möchte jetzt nicht nochmal, wir haben nämlich Kampf an Bord, ja genau, wir haben nämlich hier Sachen mit Sirenenweltereignissen, das ist richtig scheiße, wobei, wir müssen nicht Direktbefehl und Direktbefehl. Alle von den Türmen bitte starten. So. Oh, Talia Winters hat ordentlich was abbekommen. Okay. So, du bist unter Direktbefehl. Du rettest jetzt hier. Komm, scheiß drauf. Wir bergen hier jetzt nichts. Ne, doch, wir haben ein Sirenenweltereignis. Wir müssen uns erstmal stabilisieren wieder. Achso, hier haben wir ja noch mehr. Um Gottes Willen. Warum habe ich nicht schnell genug geschaltet? Das ist ja jetzt furchtbar. So, unsere Türme. Oh Gott. So, Max und Moritz. Einmal aufheben. Ihr, Bossmann, sofort da auf der Krankenstation. Und Max und Moritz, unsere Ärztin, auch sofort auf der Krankenstation. Ich hab... Und hier ist es am Brennen. Hallo? Was ist hier denn los? Ach so, Sirenenweltereignis und so weiter und so fort, ne? Wir scheißen hier auf, wir machen Handel, wir machen Belohnung, wir machen Gegenstände bergen. Okay. Das Feuer ist aus. Wir haben hier nur Rauchgas, wir haben hier einen Gaswäscher. Gut, gut. Ich hoffe, wir kriegen es uns einigermaßen stabilisiert. Bossmann kann... Direktbefehl aufgehoben. Warum hat sich aus dem Bett so du einmal aufheben vielleicht Cookie und da reinlegen. Sehr schön. Danke. Ja, hier muss jetzt Dinge repariert werden, oder was? Auf jeden Fall haben wir hier Verlust an Türmen. Damn Garibaldi, Direktbefehl aus. Damn Dan, einmal hier und reparieren, bitte. Diesen Turm und dann, was hast du? Schiff in Sektor eingetreten. Okay. Ich möchte jetzt aber nicht noch mehr Handel treiben, wenn hier Sirenenweltereignisse. Damit habe ich, es brennt schon wieder. Warum ist es die ganze Zeit am Brennen? Irgendwer legt doch hier Feuer. Das kannst du mir noch nicht anders erzählen. So, wir machen hier. Lüftungsöffnung ist da zu. Wir müssen hier Lüftungsöffnungen auch zumachen. Hier Lüftungsöffnungen zu. Hier Lüftungsöffnungen zu, diese Tür auf und
hier Lüftungsöffnung auf und dann entrauchen wir diese ganze Chose einmal. Kein Sauerstoff mehr. Wir kommen da hinten irgendwo an ein Feuer nicht dran. Ja, hier wird es einfach schon heiß. Wir saugen jetzt hier von überall die Atmosphäre ab und Feuer. Wir haben einen Rumpfriss. Wo ist der Rumpfriss? Ach so, ja, weil ich hier offen habe. Okay. Hallo? Möchte gerne diese Schleuse, die Luftöffnung wieder zumachen. Sehr gut. Und diese Tür auf normal. Und diese Türen, jetzt haben wir ja wieder einigermaßen Stabilität hergestellt. Diese Türen hier, die Lüftungsöffnung wieder auf. Und ja, es ist hier wahrscheinlich sehr kalt geworden. Warum ergeben sich hier vorne Leute? Wegen dem Sirenenweltereignis. Handel, Gegenstände bergen, noch 18 Stunden. Wird das noch was? Würde gerne diese Sachen haben. Das Sirenenweltereignis macht mich so ein bisschen fertig. Aber hier haben wir Schrott eines Hamsters, das ist ganz gut. Also Schrott eines Hamsterflugbots. Den ziehen wir mal nach oben. Dann müssten wir das bald erforscht haben. Und hier ist überall defekt und Temperatur. Achso, weil wir hier zu hohe Temperatur von dem Feuer haben. Es hat aufgehört zu brennen. Das ist schon mal schön. Und hier ist uns das Gemüse. Ja, da ist uns das Gemüse eingegangen. Und langsam aber sicher wird hier der Rauch beseitigt. Hoffe ich jetzt einfach mal. Damn Dan hat das Ding da repariert. Das ist schön. Okay, es wird hier nach und nach alles repariert. Meine Fresse. Was habe ich einen Schreck gekriegt? Und ich sehe jetzt auch schon auf die Uhr. Es ist auch schon ganz schön spät. Das hier ist eine längere Folge geworden. Wir machen jetzt mal ein bisschen länger. Ich möchte hier diese Situationen klären. Gegenstände bergen. Wie weit ist es noch? 16 Stunden. Was ist auf diesem fucking Schiff noch drauf? Nix mehr. Es brennt. Leck mich fett. Irgendwer. Ne, jetzt ist der Brand schon. Okay. Alles klar. Gegenstände bergen. Jetzt kommt noch die Belohnung rübergeflogen. Wenn diese Belohnung da ist, was nicht mehr lange dauern kann, springen wir hier sowas von weg. Weil diese Sirenenwelt macht mich fertig. So. Wo kommt die Belohnung? Da kommt die Belohnung. Wir machen uns startklar. Dock an, gib uns die Belohnung. Alles klar. Handelsföderation ruft an. Da lege ich mal direkt auf. Tut mir leid. Keine Zeit. Sirenenwelt macht hier Leute komisch im Kopf. Tschüss. Halt. Wie? Was? Warum kann ich nicht springen? Weil niemand auf dem Stuhl sitzt. Damn Dan muss dahin. Jawohl. Jetzt bitte nicht noch ein Sirenenweltereignis. So, weg hier. Wir müssen erstmal klarkommen. Meine Güte. Da hinten ist ein Asteroidenfeld mit keinen Ressourcen. Okay, wir springen jetzt hier zurück. Oh ey, das war... Und hier haben wir überall keine Schilde. Ja. Was? Es ist... Ja, Slavers Guild. Ich weiß, wir machen uns vielleicht demnächst mal auf die Suche nach den Sklavenhändlern. Das können wir vielleicht machen. Sklavenhändler haben wir in diesem System auch gesehen. Wir gehen jetzt mal hier hin und ziehen uns mal das Energium und gucken mal, ob wir hier ein paar Roboter finden. Das sind Aliens. Ja. Okay, dann machen wir mal hier alles abbauen. Und ja, diesen Aliens, denen widmen wir uns dann in der nächsten Folge. Ach, weiß nicht, ob ich das wirklich möchte, weil wir haben noch Sirenenweltereignisse. Wer ist denn einigermaßen okay drauf? Guki, Garibaldi, Frau Höhne, Dana Scully. Das ist auch wirklich alles. Ja, einmal einladen und dann geht's rüber zu dem hier. So.
annehmen. Aliens entdeckt. Okay, da legt jetzt was ab. Und unser Jäger wird hoffentlich, ja, unser Jäger ist jetzt auch gestartet. Das wird dann hoffentlich zu nichts führen. Ja, die Folge ist lang genug. Ich hoffe, ihr genießt eine etwas längere Folge mit der Sirenenwelt. Das hat mich doch jetzt nachhaltig fertig gemacht. Und da haben wir den Alien abgeschossen. Sehr schön. Danke, dass ihr da wart. Lasst gerne ein Like da, erweckt den Kanal zu abonnieren. Und schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr Teil der Crew werden wollt. Aber selbst wenn ihr das alles nicht macht, würde ich mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Habt einen zauberhaften Tag. Macht's gut. Tschüss.